Je näher man den Bergen kommt, desto kleiner werden die Menschen. Manche sogar bescheiden, sagt man. Viele suchen hier Abstand zu Alltag und Arbeit. Andere finden sie genau hier. Eine Arbeit, die ihnen Erfüllung gibt. Einen ganzen Bergsommer lang. Es ist Frühsommer. Hier im Montafon, im Westen Österreichs, ist das eine ganz besondere Zeit. Eine Zwischenzeit. Der Schnee und die Skifahrer sind längst abgereist. Und die Wanderer der Sommersaison noch nicht da. Die Bergwelt gehört ganz sich selbst. Doch die ersten Sommergäste kündigen sich bereits an. Komfortabel reisen sie an, mit LKW und Traktor. Die meisten dieser Sommerfrischler kommen aus Süddeutschland. Den langen Winter haben sie im Stall verbracht. Entsprechend vorsichtig und skeptisch geht es nun hinaus in die frische Bergluft. In Empfang genommen werden sie von Anna und Simon, sozusagen ihren Gastgebern, bei denen sie den ganzen Bergsommer auf der Alp verbringen werden. Heute haben die beiden Unterstützung. Ingo, der Alpmeister, ist dabei, einige Helfer und natürlich die beiden Hirtenhunde, Sonntag und Mighty. Noch kurz ein Blick auf die Gästeliste und dann geht's los. Zuerst auf der Straße durch Gargellen, der höchstgelegenen Ortschaft hier im Montafon. Auf 1400 Meter Seehöhe liegt der kleine Luftkurort. Aber die Reisegruppe will noch höher hinauf, auf schmalen Trampelpfaden entlang von Wildbächen. Die Orientierung ist da für manchen Neuankömmling gar nicht so einfach. Die Treiber können das Tier zwar rufen und motivieren, doch aus dem Bachbett muss es selbst wieder herausfinden. Und das gelingt dann auch. Thank you.
Die erste Station der Reise ist erreicht. Auf der Alpe Vergalten Stöfele wartet frisches, saftiges Grün auf die Herde. Und nach ein paar genüsslich zermalmten Bergkräutern beruhigen sich die Tiere schnell wieder. So haben auch Anna, Simon und alle Helfer Zeit für eine Stärkung. Also bei uns ist jeder gerne in der Natur, ob das die Mama ist, die Schwester ist, der Papa. Wir sind alle viel draußen und der Eni natürlich auch. Der war früher auch Jäger und ist auch viel in der Natur gewesen. Aber das direkte so auf die Alp gehen, das ist eigentlich erst so wieder durch mich aufgekommen. Zwar meine Großonkel, die waren früher auch auf der Alp gewesen, aber jetzt seit langem bin ich wieder das einzigste Familienmitglied von uns, das auf der Alp ist. Mama und Tete sind auf einem Bauernhof aufgewachsen und doch meine Eni ist früher auch schon zur Alp gegangen. Und ist halt auch auf einem Bauernhof aufgewachsen, also ist die Jeder Familie. Ja. Und bei mir schon. Der Anna auch. Anna hat auch. Ist auch der Eni Jäger gewesen und der Onkel zur Alp. Also das liegt hier in der Familie. Ja. Mit 18 bin ich das erste Mal mit. Wir waren früher als Kind schon öfters dabei gewesen und ein bisschen übernachtet auf der Alp. Aber so, dass ich selber zur Alp gegangen, das ist eigentlich seit die 18. Jetzt bin ich ja. Ja, ich bin in den Sport. Ich bin das erste Mal mit 13 oder mit 14 erst zur Alp gegangen. Bin ich einmal im Sommer zum Cousin offen. Und ja, seitdem bin ich eigentlich als immer gegangen. Nach der ersten Station auf der Alpe Stöfele wechselte die Rinderherde alle 2 bis 3 Wochen auf eine andere Alp. Viel Arbeit für Anna und Simon, die jedes Mal eine neue Hütte beziehen mussten. Also wir haben 5 Hütten und wir gehen aber auf die 5 Hütten zyklen wir etwa 6 Mal, weil wir auf, also etwa 7 Mal, weil wir auf E-Hütte zweimal, also auf 2 Hütten gehen wir 2 Mal. Weil wir zuerst gehen wir auf die E-Hütte gehen wir, dann gehen wir wieder weg. Und im Herbst kommen wir nochmal auf die Hütte und im Hohne, am Land kommen wir halt auch wieder zur letzten Hütte kommen wir auch 2 Mal ein. Denn wir uns eben 6 Hütten sehen, aber 7 Mal zügeln ist es im Sommer. Und mit dem Vieh ist natürlich das Zügeln schon öfter. Also man kann immer so Weiden sind so Einschläge von höchstens 5 bis 6 Tagen. Und dann geht man weiter. Dann kann man das wieder abbauen und kann wieder das nächste aufbauen. Körperlich ist es schon anstrengend, ja, weil du halt auch nie eine Pause hast. Du hast halt, wir sind jetzt 107 Tage hier und dann bist du halt 107 Tage, hast du keinen einzigen Tag frei, kannst du sagen. Also du bist immer am, jeden Tag ist halt gleich, alle Tage Sonntag. Ich merke es immer Ende vom Sommer, dass ich eigentlich brutal fit bin und mir überall liegt, wenn ich wandern gehe oder wenn ich so andere Sachen mache. Also Kondition baut man schon auf. Es ist inzwischen Hochsommer und wieder mal an der Zeit, die Hütte und die Alp zu wechseln. Noch vor Sonnenaufgang wird alles zusammengepackt. Sonntag, der etwas betagte Beagle macht noch einen gemütlichen Morgenspaziergang. Die winzige Hütte auf über 2000 Metern hat keinen Strom und wenig Komfort. Ein Stockbett, ein Tisch, ein Ofen. Alpmeister Ingo hilft den beiden heute beim Alpwechsel. Gleich nach dem Frühstück geht's los. Simon geht voraus. Die Herde hat sich im steilen Gelände verstreut. Er muss sie erstmal zusammentreiben. Der agile Appenzeller Mischling Mighty hilft ihm dabei und nimmt ihm einige Kilometer Arbeit ab. Ja, wie gesagt, ich die ohne Hunde auch nicht mehr zahlt. Einmal nicht mit so der Rinder. Weil
ist halt sehr viele Meter, wo der springt, wo wir nicht springen wollen. Oder mal hauptsächlich nicht springen, mal sagen wir es so. Sie ist ja immer bei mir, wenn wir Team. Und das ist eine gewaltige Erleichterung. Ja, mittlerweile ist sie auch gut. Ja, ja, also, hat viel gelernt. Am Anfang hat sie viel lernen müssen, jetzt ist sie 5 und jetzt ist sie wirklich gut. Also. Und ja, sie springt halt auch. Das tun sie für das Leben, die Hündchen. Und es ist schon ganz, ganz gut. Eine brutale Hilfe. Viel mehr als noch ein Mami auch. So langsam sammeln sich die Tiere. Anna und Simon kennen ihre Feriengäste inzwischen ganz gut. Da gibt es Neugierige, Behäbige, Quirlige, Scheue und Außergewöhnliche. Und keines der Tiere darf verloren gehen. Deshalb ist heute Volkszählung. Auf der Alp. Jetzt nur nicht stören. Anna ist voll konzentriert. Simi, passt! Die Verantwortung ist sicher groß, ja. Ist ein lebendes Tier. Keine Verletzungen hat, keine krank sein. Die Landwirte tun das ihnen auch vertrauen und muss man mal zuschauen. Für das ist man ja da. Und da sollte man halt auch weiter zuschauen. Sagen wir so, man tut sie best, was halt möglich ist, wenn man kann. Simon hat noch mehr Verantwortung wie ich, weil das eigentlich so ein bisschen mein Vorgesetzter ist. Aber dicht, ich habe nur eine große Verantwortung und ich will auch, so wie die Tiere gekommen sind, will ich sie auch wieder hinbringen. Nach 3 Stunden ist das neue Weidegebiet am Rossberg erreicht. Obwohl Maite die Arbeit gemacht hat, fühlt sich Sonntag ziemlich K.O. Jetzt erstmal ausruhen und schauen, ob bei der Jause was abfällt. Also die zwei begleiten uns eigentlich auf der Alp Tag und Nacht. Das Maite gerade als Hütehund, oder? Also ich könnte mir ohne so einen Hütehund gerne mal vorstellen, zur Alp gehen. Und der Sonntag ist eher so, ja, der bringt uns oft zum Lachen auf der Alp. Und zum Blähen. Ja. Ja, das Mädchen ist halt die Hilfe und der Sonntag ist halt dabei. Sagen wir es so. Das ist halt, der aber hat so er braucht so, weil sie. Senioren. Ja. Rente oder so etwas. Der hat schön dabei. Und, aber der ist schon nicht für das da und ist halt noch dabei. Kann jetzt mitlaufen. Ja, und er bleibt auch jung. Weil der kann super aus und sie springen miteinander. Und er ist mittlerweile 12 Jahre, aber ist auf der Alp, aber kommt mir ab und zu vor, als wäre er 6 oder wäre ein junger Hund. Anna, Simon und Ingo müssen noch mal zurück zur Zollhütte. Denn die muss winterfest gemacht werden, bevor die neue Alphütte bezogen wird. Das ist mir sagen, das ist schon auch noch, dass es schön ist. Es ist schon schön, nicht wegen dem. Aber es ist nicht so schön, wenn man es immer vorstellt, weil es ist halt, ja, es ist viel Arbeit. Sehr viel Arbeit. Es gibt Situationen, wo es mal heikel zugeht, also wo es sehr angespannt ist, aber dann gibt es auch wieder romantische Stunden, die wir haben auf der Alp. Also das wechselt ab, das gleicht sich bei der Gott aus. Am Anfang Sommer haben wir oft 15-Stunden-Tag. Wir haben natürlich auch Tage, wo wir nur 5-6 Stunden wirklich viel Arbeit haben. Aber es sind halt viele Tage dabei, wo wirklich 10, 12, 12, 13 Stunden sind. Und es sind halt auch, es ist halt immer von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Es ist nie, dass du sagen kannst, ja, jetzt habe ich heute nicht mehr da, den Kackschachi und dann ist wieder jetzt ein Scheiß. Dann bricht wieder so aus oder irgendein Wetterumbruch oder irgendwie so. Das ist halt immer Zufallsprinzip, was passiert.
Und das Unvorhersehbare ist halt sehr stark dabei. Oft, sagen wir es so. Der Zaun, der gefährliche Abhänge sichert und das Weidegebiet abgrenzt, muss wieder abgebaut werden. Über den Sommer kommen so rund 35 Kilometer Zaun zusammen, die gesetzt und wieder abmontiert werden müssen. Alpsell hat glaube ich 1700 Hektar. Die Weidefläche, was von der Ama angehört, sind irgendwas mit 200 Hektar. Wobei halt da viel steht und das Zeug wird also weggerechnet. Wir zünen jetzt, also dazu machen wir um 36 Kilometer ungefähr. Also ist nicht auf einen Meter genau, aber ungefähr zünen wir 36 Kilometer. Und ja, ist schon viel Arbeit. Das ganze Zuzug muss ich wieder abbauen und schauen, dass das also da verräumt wird. Und offen trägen, was nicht da ist. Ja, ist viel Arbeit. Neben Maiti und Sonntag hilft jetzt auch Emi mit. Annas Pferd. Ja, also die Emi ist unser Nutztier. Wir sind noch total froh um das Pferd. Weil ohne dem Pferd, also das wäre schon schwer zum Trägen. Als. Man hat so immer noch einen Rucksack, der schwer genug ist zum Trägen. Amy, die dreijährige Norica-Stute, ist gern auf der Alp. Und die paar Kilo auf dem Rücken sind für Amy eine Kleinigkeit. Jetzt geht's erstmal runter ins Vergaltental. Und auf der anderen Seite wieder hoch zum Rossberg. In Heimatfilmen und Serien scheint eigentlich immer die Sonne. Doch das echte Bergwetter sieht eben manchmal auch so aus. Tief hängende Wolken, Nieselregen, eine mystische Stimmung. Kommt dann noch ein Kälteeinbruch dazu, muss die Herde in tiefere Lagen hinuntergetrieben werden. Denn in dieser Höhe kann es auch schon im August Schnee geben. Und gerade in den Bergen kann das Wetter sehr schnell unklar. Oft Schnee oder Hagel oder einfach schlechtes Wetter. In den Bergen wird jeder zum Frühaufsteher und man lernt den kleinsten Luxus zu schätzen. Strom zum Beispiel. Den liefert auf der Rossberghütte ein kleines Solarpanel. Gerade genug zum Laden der Handys und für ein Radio. Ja, man gewöhnt sich dran. Am Anfang ist das schon ungewohnt. Aber also, irgendwann geht er das auch gerne mal ab. Dann gehst du halt einmal unter Tag irgendwo raus und, oder einen Fleck, wo man Internetempfang hat. Und dann schaut man halt schnell E-Mails an oder so. Aber im Großen und Ganzen, das ist nur Gewohnheitssache. Das lange Date, du hast schon viel mehr brauchst du eh nicht. Wenn du ein Handy hast, kannst du telefonieren. Das ist heute schon mal wichtig. Und sonst, das Internet, wie gesagt, braucht man. Das kann man reduzieren auf die Minuten, wo man weiß, dass man es überkommt. Und so viel brauchst du es nicht Internet, wenn du es nicht unbedingt geschäftlich machst. Und es hat einen Vorteil. Gerade am Schorfberg gehen wir halt früher ins Bett. Weil da haben wir auch keine Solaranlage oder so. Da ist halt in einem Abend kein Licht. Da lassen wir halt eine Kerze brennen und sonst geht man halt früher ins Bett. Also ich glaube, das ist schon so, auch so ein Test. Ob es passt oder nicht, weil wenn es nicht passt, dann würde es gerne nicht funktionieren. So in einem Raum und ja, vor allem, es ist jetzt echt der sechste Sommer gewesen, oder? Ja, man lernt sich aber da gut kennen, sagen wir es einmal so. Du kannst schon, weißt schon, wer der andere reagiert, wenn du das und das siehst, weißt schon. Könnte nicht gut ankommen, oder schon. Also das, kennen lernst du gut, das ist auf jeden Fall so. Aber das ist nicht nur ein Bärli so, sondern auch wenn du so siehst. Wenn du so viele Tage auf Weg bist, zusammen, man lernt sie kennen. Dann lernst du einfach extrem gut kennen. Und mögen oder auch nicht mögen. Halt. Bei uns jetzt in dem Fall mögen schon. Ja. Aber einfach gibt es hier auch andere, die sie dann nicht mehr mögen. Wenn man sie nur alle drei Wochen einmal sagt, ist klar, dass man noch nicht zusammen wachsen kann. Oder nicht zusammen hausen kann. Das geht ja nicht, weil jeder seinen Vogel hat. Das hat auch jeder. Es hat so gern wenigstens gesehen. Ist in jedem Leben so. Zwei Jahre waren wir halb so in Kalifornien. Ich bin dann zurückgekommen und bin direkt am nächsten Tag auf die Alp gegangen. Mhm. Oder? Das war für mich auch gar kein Thema gewesen, oder für uns wenig. Wir mussten zuerst drei Wochen nur Englisch schwätzen, weil ich nicht verstanden habe.
das gibt es nicht lange Streiterei, das ist normal gleich wieder rausgeschwätzen erledigt. Weil das geht auch gerne nicht gehen, also gerade auf der Alte, aber wenn du so auf kleinem Raumzimmer wohnst und dann Streiterei, das ist, dann müssen wir das Zimmer heben und sonst läuft das nicht. Mit wem willst du sonst schwätzen? Also nicht mit diesem. Mit dem Hund. Das nicht nur mit, ja, das geht auch, ja. Die Rossbergalpe ihren Namen vielleicht von diesen Sommergästen hat? Und genießen es die Tiere so wie wir, in dieser grandiosen, naturbelassenen Bergwelt zu sein? Wir wissen es nicht. Auf eine ganz andere Frage werden wir heute noch eine Antwort bekommen. Wie das Salz ins Meer kommt, wissen wir. Aber wie kommt es auf den Berg zu den Rindern? Die brauchen es, wie alle Pflanzenfresser, für eine bessere Verdauung. Und geliefert wird es von Anna und Simon. Kilo schleppen sie heran. Kaum haben sie zu Tisch gerufen, springt das Vieh schon aus allen Richtungen herbei. Ja, ja, der kannst halt so trainieren, oder? Dass sie auf das kann, oder? Das wäre ein Lokvater im Prinzip. Und wenn du das eigentlich so machst, dann kann sie halt. Irgendwie funktioniert das Bad auch gut, ja. Das geht halt recht schnell, weil sie halt. Salz brauchen sie ja, oder? Und das ist halt aber viel zu wenig. Und, das mögen sie ja gerne. Und wenn man das so ein bisschen so anfängt, wenn sie es machen, eh alle gleich, dann kann die halt. Das ist so. Und wenn sie die Hunde auf der Luft aufhören, wenn der Luft in diese Richtung geht, kann, kommt vielleicht Gärkes, weil sie die nicht hören. Aber sobald sie die hören, wenn es gehört hat und es fort hat, will er, dann kann ich normal alle immer halten. Wir machen das so alle zwei, drei Tage. Ungefähr. Also mal, wenn es nass ist, dann nicht, oder? Dann sollte es schon ein bisschen trocken sein. Ja. Dass es nicht gerade auslacht wie ein Acker. Ja. Wir schauen schon, dass wir es nicht so weit trägen müssen. Es ist so wenig wie möglich weit trägen, weil es meistens nicht mal den 30-40 Kilo mehr. Wenn man gerade geht und dann ist es lieber, wenn man nicht so weit gehen muss. Also, ja, man geht weiter. Wir schauen da schon dazu, dass man nicht ewig gehen, laufen muss. Das ist eine sinnlose Arbeit, wenn man weit läuft. Das Langweiligste am Tag ist der Feierabend. Zumindest für Mighty. Der Appenzeller-Mischling strotzt vor Energie und würde als Zweibeiner wahrscheinlich sofort als hyperaktiv gelten. Und weil jenseits der Baumgrenze meistens keine Holzprügel herumliegen, springt Mighty eben den Steinen nach, die Simon wirft. Sonntag nimmt's da eher beschaulich und macht mal wieder seinem Namen alle Ehre. Irgendwann kommt er meistens wieder. Ja, er hat das aber auch gelernt, dass wir auf der Alp haben wir einfach die Zeit nicht auf ihn zum Warten. Und da hat er halt gelernt, ja, er muss laufen und so kommt er eigentlich alle. Es kann sein, dass er ein bisschen langsamer ist, aber also so gegen die Mitte Sommer kommt er normal immer. Also, da müssen wir nicht suchen gehen, irgendetwas, der weiß, wo die Hütte sind. Und er hat total eine gute Nase, darum spürt er überall uns auf, wo wir sind. Auch hier oben auf der Alp geht man am Abend aus.
Natürlich nicht in ein feines Restaurant oder eine Bar. Das Ziel ist der kleine See oberhalb der Rossberghütte. Für Mighty gibt's kein Halten mehr. Nichts wie rein in das kühle Nass. Und während Mighty zum Seehund mutiert, kann Sonntag dem kalten Wasser kaum etwas abgewinnen. Das Treiben am See hat interessierte Zuseher. Aus sicherer Distanz beobachten die Murmeltiere die Szene. Gegen Abend wird dann ferngesehen. Heute im Programm Bergpanorama. Und Anna und Simon sitzen mal wieder in der allerersten Reihe. Ich könnte mir vorstellen, weg zu Tür von Österreich. Also Neuseeland, ich bin damals in Neuseeland gewesen. Ich könnte mir vorstellen, dass ich auf Neuseeland zu. Ich gehe zwar gerne reisen und Städte anschauen, aber selber wohnen. Nein. Ah, es gibt ja schon ein paar schöne Flecken auf der Welt. Aber in der Stadt ist ja mal sicher nicht das, was ich gerne da hätte. Mal nicht das Erste. Das wäre ein Zufall, aber man soll ja nicht schimpfen. Nein, also ich sage jetzt gerade, wie wenn ich jetzt 4 Wochen auf Hannover muss. Das geht, aber ich will sicher nie ein Stadtmensch werden. Allein schon durch das, dass ich Tiere so gern habe und die Natur. Also das kommt für mich nicht in Frage. Ha, nein, Stadt könnte ich mir nicht vorstellen. Wenn die Sonne schließlich untergeht, verwandelt sich der Rätikon in einen grandiosen Scherenschnitt. Und in der Hütte geht sich noch ein gemütlicher Jass aus. Wenn es dunkel wird und wenn wir vom Weg kommen und gegessen haben, dann hocken wir 10 Mal in Jassen, oder? Ja, ja. So viel Zeit bleibt dort nicht. Also normal hat man Arbeit und sonst tut man halt ein bisschen essen. Und wenn man Zeit hat, dann kommt sicher Besuch. Was schön ist, aber eben der Kunde reicht dann, wenn man nach der 2 Sekunden Zeit hat. Wann war es im ersten Sommer auf der Männli-Hütte, wo der Gast eben hingehockt ist am Tisch? Ja, das war schon richtig. Ja. Wir waren am Mittagessen und dann sind der Gäste gekommen. Das ist, ich weiß nicht, ob es 1 oder 2 waren. Auf alle Fälle waren wir am Essen gewesen, so am Tisch da. Und dann geht die Tür auf, und dort hat es geregnet, und dann hockt er an den Tisch ein, und hockt ein und sieht kein Wort. Und dann haben wir halt noch eine Minute, und sieht, was ich da will. Und dann sieht er, ja, das ist ja eine Schutzhütte. Und man sagt, das ist keine Schutzhütte. Wir haben da, wir sind Hirte, und ich meine, er könnte ja fragen können, aber er hat nicht einmal größtig gesehen, wenn er hier kam. Ich meine, das ist schon relativ lässig. Mit einem Recht ist der da hier gehockt. Wann der Alpsommer zu Ende geht, bestimmen in der Regel die Wetterprognosen. Mitte September ist es für die Rinderalpe vergalten soweit. Bevor es aber endgültig ins Tal geht, werden die Tiere herausgeputzt. Maya nennt man hier im Unterfon diesen Kopfschmuck. Es ist ein alter Brauch und ein Vergeltsgott, dass während der Zeit am Berg kein Mensch und kein Tier zu Schaden gekommen ist. Also wir sagen zu dem Maya, also wenn wir die Tierle schmücken im Herbst. Und ja, da gibt es halt ganz verschiedene. Da hat uns Mama viel geholfen. Also, da war sie eine Woche lang dran gewesen. Ja, eigentlich hat Mama alles gemacht. Von Buchgurt bis Krone, ja, bis Kreuzer. Wir haben einfach die, die halt schöne Tiere sind. Und auf die heimischen Bauern geschaut. Ja, und ja, weil wir haben nicht viele heimische, wir haben natürlich auch viele deutsche. Deutsches Fisch. Und die, die sie halt gut fangen lassen. Das sind Ädchen, die grossen und starken waren. Und das ist natürlich fein, weil sonst kannst du sie nicht fangen.
Sogar Sonntag wurde behübscht. Aber der hat beschlossen, den letzten Teil der Strecke im Auto zurückzulegen. Amy, Annas Pferd, darf ebenfalls umsteigen und den Anhänger ins Tal nehmen. Für Anna, Simon und die Helfer wird es jetzt nochmal hektisch. Auf der Straße nach Gargellen legt die Herde ein Höllentempo hin und verzeiht keine Sekunde Unaufmerksamkeit. Wir haben natürlich Rinder, oder? Und bei den Rindern ist das natürlich mehr, Körger und Gemütli noch. Aber die Rinder ist natürlich am Anfang, denn wenn die auf dieser Straße sind, dann springen die. Wir probieren das natürlich zum Zurückheben, dass man immer so Grüppli macht, dass wir eben genug Helfer haben. Und es pendelt sich dann schon ein. Also am Anfang ist das extrem, aber es wird gegen den Schluss auch, wenn uns dann schon rübiger. Das geht natürlich wirklich nur, wenn da genug Leute ist, weil wenn wir genug Leute haben. Es geht immer wieder ein Bach ein und über Leitplanken. Und da sind wir eigentlich froh, wenn wir gute Helfer haben, die schnell und auf Zack sind. Weil da muss man einfach hoch konzentriert arbeiten, dass der Käse noch abstürzt, bevor man im Tal noch ankommt. Das wäre nämlich schade, oder? Wenn nach einem Albtrieb noch irgendetwas passieren sollte, und das werden wir vermeiden. Und darum ist natürlich die Anspannung noch größer, wenn man natürlich auch alles auf Weg machen will. Manches Rindvieh scheint den Auftritt wie ein Model am Laufsteg zu genießen. Ja, da sind wir schon stolz drauf gewesen, dass das so. Und vor allem haben sie auch noch relativ gut gekippt, bis wir im Tal gewesen sind. Oder auch nicht. Bei uns ist das eh relativ fein, weil wir haben, dadurch, dass wir viel große haben, verladen wir eigentlich alles selbst auf das Lastauto. Und das geht viel besser, als wenn du viel kleine hast, wo du jetzt einzeln fangen musst. So kannst du es eigentlich mit dem Zimmer richten, dann kannst du es sehr viel Joffe treiben. Dieser Weg, wenn du irgendwo zwei, drei rausnimmst, dann probierst du es zu fangen. Und dann fängst du dir auch neu springen und heben und dann bist du. Du bringst schon Unruhe ein. Nein, du bringst von Haus aus schon Unruhe ein. Und wenn du es einfach fangen, ist noch viel mehr. Dann ist ganz fertig, ja. Dieser Weg mit dem Lastauto ist das viel feiner. Da kannst du also aufs Lastauto Hüfel auf und hast nie Unruhe drin. Und es funktioniert eigentlich recht gut. Man muss nicht ein bisschen Zeit geben. Zum ja, das ist wichtig, dass sie ein bisschen Hardcore können und etwas saufen können. Und dann sind sie relativ ruhig und dann kann man Hüfel anfangen und dann kostet es schon irgendwer. Mit der Ruhe. Da ist wirklich der Spruch, in der Ruhe liegt die Kraft, ist das an sie. Weil, und da, umso mehr als du da drehst, umso mehr ist halt alles scheiße. Scheiße, ist einfach so. Nach der Viehscheid, also dem Aufteilen der Tiere auf ihre Besitzer, geht es an die Heimreise. Bequem mit 400 PS. Anna und Simon sind jetzt noch einmal ziemlich gefordert. Und dennoch ahnen sie bereits, mit dem Ende dieses Sommers auf der Alp kündigt sich auch für die beiden ein neuer Lebensabschnitt an.
Studium, Beruf und Alp werden sich in Zukunft zeitlich kaum vereinbaren lassen. Also ich habe jetzt im Februar meinen Bachelor abgeschlossen in Richtung Pferdewirtschaft und auch mit dem Schwerpunkt Zucht. Und werde jetzt aber im Herbst noch meinen Master anfangen, auch mit Schwerpunkt Zucht, aber das ist dann allgemein Richtung Agrarwissenschaft. Und zusätzlich mache ich jetzt noch im Herbst eine Ausbildung zur Besamungstechnikerin fürs Pferd. Das geht 4 Wochen lang. Und ja, das ist, dass ich dann irgendwann einmal eine EU-Besamungsstation führen kann. Und in die Richtung will ich später auch gehen. Ja, bei mir ist es so, dass ich halt noch studiere und dass ich halt jetzt wieder Prüfungen habe im Herbst. Also wir haben jetzt die aufgeräumt, fertig und ja, jetzt kannst du wieder auf die Uni. So ist es. Ich habe jetzt gleich die Woche drauf Prüfungen gehabt und jetzt kannst du wieder mit der Uni weiter. Wie halt andere arbeiten gehen. Der, der es mir finanziert, ist einmal der Papa, weil ohne das geht es nicht gehen, weil ich muss eine Wohnung zahlen, ich muss Studiengebühr zahlen. Aber so ein Leben finanziere ich mir eigentlich selbst. Ich gehe in der Brunella jeden Winter, also Samstag, Sonntag arbeiten. Und so ist halt im Sommer das Geld, was ich auf der Alp verdiene, das investiere ich eigentlich fast alles fürs Studium. Also so finanziert sich das eigentlich auch. Also ich möchte in die Futtermittelindustrie gehen, studiere Tierernährung hauptsächlich und mache Masterarbeit oder Tierernährung. Ich möchte irgendwo in die Futtermittelindustrie gehen. Also mit Milchvieh hauptsächlich Beratung oder sowas ähnliches. Also ganz sicherlich fehlt es, aber ich denke, wo eine Türe zugeht, geht eine andere offen. Also irgendwas anderes ergibt sich dann auch wieder, was Spaß macht und was Freude macht. Und ja, und darum, solange wir das machen können, genieße ich die Zeit. Und, ja. Wenn mir der Job noch gefällt, ist es glaube ich egal. Wenn mir der Job nicht gefällt, dann empfehle ich es Ihnen sicher.